Hallo in die Runde. Willkommen zu einem neuen How-to-Skat-Video, in dem ich heute mal mit euch Vorschläge erörtern möchte zum Thema Spielansage und Drücken. Natürlich anhand von drei konkreten Beispielen, die mir jetzt hier tatsächlich relativ kurzfristig über den Weg gelaufen sind, starten wir mal direkt in die erste Partie. Stellt euch vor, ihr bekommt in Vorhand folgende Karte, das Ganze ohne Gegenwehr, habt also hier schon in den Skat geschaut, 12 Handkarten. Die Frage ist jetzt, was solltet ihr idealerweise drücken, welches Spiel ansagen und ganz grob, wie ist der Matchplan? Ich gebe euch mal einen kleinen Moment, wenn ihr euch da mal in die Partie reindenken wollt. Und dann kommen wir jetzt zu meiner Musterlösung zumindest. Ich denke mal, in Vorhand ist das Spiel sehr stark mit 5 Vollen, dem Kreuz Buben und 2 Assen. Das bedeutet, die gefährdeten Zehner, 20 Augen, gehören auf jeden Fall gedrückt. Das ist ein sehr guter Start in die Partie, die kann euch keiner mehr wegnehmen. Damit kommen wir dann jetzt schon zur Spielansage. Der Grang wäre natürlich Harakiri mit nur einem Buben und zwei Assen. Klar, kann auch funktionieren, wenn die drei Vollen laufen, ist aber nicht wirklich seriös. Bleibt tatsächlich die Entscheidung Kreuz oder Pik, und das gehört ja zu den Kleinigkeiten, zum kleinen Einmaleins, was ihr beim Skat lernt. Möglichst eine starke Beikarte, also Kreuz als Beikarte, wenn ihr die gleiche Anzahl Trümpfe hättet, und damit Pik als Trumpffarbe machen. Der Spielplan ist dann auch recht einfach, da ihr zum Glück in Vorhand seid und den Kreuzbuben habt, habt ihr zwei Tempo-Argumente auf eurer Seite. Das bedeutet, ihr könnt tatsächlich irgendwann im Spielverlauf einmal den Kreuzbuben ziehen, meinetwegen auch direkt im ersten Stich, danach Trumpf Lusche, dann sollten vier Trümpfe gefallen sein. Gegen Trumpf 4 zu 2 könnt ihr das Spiel steuern. Danach wird wahrscheinlich eure Stechfarbe oder Fehlfarbe kommen, jedenfalls nicht um den Kreuz, wird also einmal Herz abgeworfen oder bedient womöglich, danach gestochen mit dem Trumpf Ass, und dann habt ihr noch zwei Trumpf, und die starke Beikarte im Kreuz geht jetzt über diese Ersatztrümpfe, über die Dörfer, und könnt deswegen sogar gegen Trumpf 4-2 problemlos gewinnen. Es wird eine enge Kiste, aber es sollte, wenn ihr das mal durchzählt, ganz knapp für euch ausgehen, es sei denn, jetzt steht der Kreuzkönig zu dritt, ist aber vielleicht gerade bei Passe-Passe nicht unbedingt wahrscheinlich. Also sollte man trotzdem diesen Spielplan verfolgen. Tatsächlich habe ich diese Karte demnächst beobachtet, da waren die Parameter aber doch noch ein wenig anders. Das ging mal damit los, dass der Spieler tatsächlich nicht den Kreuzbuben im Blatt hatte, sondern nur den Karobuben, was natürlich schon eine leichte oder eine deutliche Schwächung ist, wie man sagen muss, denn logischerweise entfällt jetzt die Sicherheit, hier mit dem Kreuzbuben einmal von oben hinziehen zu können. Es ging aber noch weiter. Zusätzlich war der Spieler gar nicht in Vorhand, sondern er saß in Mittelhand. Und jetzt kommt das Dritte: Es gab auch noch eine hohe Gegenreizung. Es sind also hier ein paar Parameter geändert. Die Farblängen bleiben ansonsten gleich, auch die Trumpfanzahl. Aber Mittelhand, hohe Gegenreizung und nur den Karo Buben, das sollte doch wohl Konsequenzen haben. Ja, ich sag's mal so, der Spieler hat es übrigens genau so gemacht, wie ich es ihm gesagt habe, 20 im Keller, Pik angesagt. Das Problem, was ich da sehe, ist folgendes: Ihr werdet ja sehr, sehr selten hier nur die beiden Kreuzvollen nach Hause bekommen. Selbst wenn Trumpf 3 zu 3 steht, werdet ihr einfach zu kurz kommen, weil ihr eben typischerweise zuerst stechen müsst, Trumpf ziehen, wieder stechen, Trumpf ziehen, ein drittes Mal stechen. Dann habt ihr gar nicht mehr den Buben, um noch auf eine Trumpf 1 zu 1 Verteilung überhaupt den letzten Trumpf rauszuspielen. Selbst wenn ihr dann einmal ein Kreuz angespielt werdet, was schon unwahrscheinlich ist in Mittelhand, dann kommt ihr immer noch zu kurz, selbst gegen Trumpf 3-3. Also die Kreuz 10 ist in diesem Szenario eine tote Karte, wenn ihr den Pik spielt. Deswegen bietet es sich hier jetzt an, einen ganz anderen Matchplan zu verfolgen, den Kreuz zu spielen, zu akzeptieren, dass die Beikarte damit nicht geschlossen ist, im Prinzip viel schwächer ist, aber jetzt einfach auf die 5 Vollen zu gehen, denn 20 habt ihr ja schon im Keller. Jetzt werdet ihr sehr wahrscheinlich im ersten Stich, kommt Herz oder Karo, einfach abwerfen oder bedienen. Im Rückstich sofort Trumpf Ass auf ein oder zwei Bilder legen,
Pik Ass durchziehen, gar nicht über Trumpf gehen, womit ihr eure Kreuz 10 gefährden würdet. Pik Ass durchziehen muss natürlich laufen, sonst könnt ihr nicht gewinnen. Dann kriegt ihr die Dame dazu und dann mit Pik aus dem Spiel oder mit Herz aus dem Spiel, wenn ihr die noch in der Hand habt, danach nur noch die Trumpf 10 auf dem weiteren Bild verhacken und schon seid ihr mit insgesamt 3 Stichen im Ziel, weil ihr eben noch 5 volle habt und 3-4 Bilder dabei. Also kleine Änderungen in den Eingangsparametern sollten idealerweise Berücksichtigung finden. Das kann sein, dass sich daraus ein ganz anderer Spielplan, eine ganz andere Spielansage ergibt. Ein ganz ähnliches Beispiel ist mir bzw. sogar uns ganz kürzlich über den Weg gelaufen. Weiß nicht, ob ihr die Brücke so schnell jetzt schlagt. Es war beim letzten Rocket, jetzt am Dienstag, das letzte Spiel. Ich saß hier mit dieser Karte in Hinterhand, habe noch 24 geboten, um vielleicht noch an Spieler 1 vorbeizuziehen, bin aber völlig zu Recht nicht rangekommen, wie wir sehen können, denn in Mittelhand Spieler 2 hat einen Keulen-Eingang hier. 6 volle und Karo Bube, 3 Asse dabei in der Flosse. Logisch, dass der die 24 hält, erst recht, wo er auch schon auf über 500 Punkten steht. Die Findung war jetzt natürlich nichts, Karo Lusche, Pik Lusche. Spieler drückt Kreuz 10 blank weg und die Pik Lusche spielte den Herz. Wir können uns ja hier noch kurz den Spielverlauf einmal anschauen, bekommt sogar im ersten Stich die Pik 10 und verliert trotzdem das Spiel völlig chancenlos, logischerweise, weil er es jetzt auch nicht besonders pfiffig gespielt hat. Trumpf darf er jetzt natürlich nicht ziehen, sondern wo die blanke Pik 10 fällt, muss natürlich erstmal Karo Ass gezogen werden und Karo 10 hinterher. Klar, Karo 10 hätte ich auch gestochen, dann ist aber zumindest schon mal das Karo Ass zu Hause. Und beide Trumpfvollen sind ja auch noch da, um danach im Kreuz wieder zurückzustechen. Also das Spiel wäre jedenfalls deutlich besser gelaufen als so, wo ich jetzt erst das Kreuz Ass wimmeln kann, dann die Karo Lusche abschmeißen kann und der Spieler hier noch nicht mal einen Trumpfvollen raufgelegt hat. Ja, wo ich aber an sich drauf hinaus wollte, ist schon die Drückung. Der Spieler kann sich ja gar nicht darauf verlassen, dass die Pik 10 blank ist. Das war ja jetzt ein glücklicher Zufall, eine glückliche Fügung. Er hat aber so viel Volle in Mittelhand, dass er aus meiner Sicht hier besser mal die Karo 10 mit in den Keller getan hätte, 20 Augen gedrückt, weil er, wie eben im Beispiel vorher schon angesagt, in den Trümpfen eben ein bisschen zu schwach ist, ein wenig zu kurz kommt. Dann sollte er hier einfach einen anderen Matchplan aufstellen, indem er besser die Karo 10 eben schon runterdrückt und sich damit auch gegen die typischen Karo 3:1 Verteilungen verteidigen kann, weil er eben diesen Vollen dann schon gesichert hat. Wenn dann trotz alledem Karo 2:2 steht, die Karte also günstig verteilt ist, ja, dann hat er in dem Fall zwar einen Stich weniger, wird aber wahrscheinlich trotzdem das Spiel gewinnen. In diesem Beispiel hier hätte er dann 20 im Keller, geht im ersten Stich mit dem Pik Ass rauf, fängt von mir die 10, hat schon 41 liegen, zieht natürlich sofort Karo Ass, kriegt Lusche Lusche, hat also nach 2 Stichen 52 Augen liegen und noch beide Trumpfvollen im Blatt. Das Spiel hätte er dann ja wohl gewonnen und das wäre natürlich ein sehr entscheidender Unterschied gewesen, Herz ohne 3 zu verlieren. Das sind richtig fette Punkte, die ihm da fehlen, wenn er es eben schon mit einer etwas pfiffigeren Drückung ganz anders quasi auf die Zielgeraden hätte bringen können. Dann habe ich hier noch eine Frage von Erik. Hey Daniel, ich fände es cool, wenn du mal ein Video darüber machst, wann man mit einem Blatt einen Gang spielen kann und wann nicht. Gibt es da Faustregeln, an denen man sich orientieren kann und so weiter und so fort? Erik, es gibt so eine Faustregel, die da besagt, von den 8 besten Karten, gemeint sind übrigens die 4 Buben und die 4 Asse, solltest du 5 Stück im Blatt haben, also 3 Asse und 2 Buben oder 2 Asse und 3 Buben zum Beispiel, dann ist die Chance relativ groß, dass du einen Grang hast. Ich finde diese Faustregel aber ausgesprochen gewöhnungsbedürftig. Ich wäre da sehr vorsichtig mit. Gerade in Mittel- oder in Hinterhand kann es auch sein, dass du, obwohl diese Bedingungen erfüllt hast, besser den Grang nicht spielst. Andererseits gibt es genug Beispiele, wo du, obwohl diese Bedingungen nicht erfüllt sind, einen unverlierbaren Grang hast, wenn du etwa eine Sechserlänge ohne Ass hast und 3 Buben, also nur irgendwie 2 oder 3 Stiche abgibst, dann ist der Grang immer gewonnen, obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind. Das musst du also im Einzelfall schon jedes Mal wieder betrachten. Ein Knackpunkt beim Grang ist typischerweise die Frage, ob du zu kurz kommst, sprich, ob du trumpfstark genug bist, dass du deine Stärke
ausspielen kannst, deine langen Farben unterziehen kannst, weswegen es auch häufig so ist, dass du in Vorhand einen Grang spielen könntest, den du in Mittel- oder in Hinterhand nicht spielen kannst, weil du eben nicht weißt, etwa auch, ob die Buben verteilt sind oder nicht. So, nun müssen wir es also im Einzelfall betrachten. Ich habe jetzt aber auch gerade noch mal ein Beispiel mitgebracht, das passt ganz gut, denn diese Frage habe ich von Marcel und seinen Kumpels bekommen, die im Moment immer wieder ein bisschen öfter Skat spielen. Freut mich übrigens. Die fragten mich folgendes Blatt in Mittelhand, ist das jetzt ein Grang oder eher nicht? Also zunächst mal muss man ja sagen, Keulenspiel. Ass 10, Ass 10, Ass und zwei Buben. Die Faustregel von eben ist auf jeden Fall erfüllt, man könnte sogar sagen übererfüllt, wo auch noch die beiden Zehner dazu sind. Nichtsdestotrotz sehe ich da eine gewaltige Gefahr, und zwar ist die natürlich in der Mittelhandposition begründet, beziehungsweise in Vorhand würdest du das Ding auf jeden Fall als Grang spielen können. Da dürftest du oder bräuchtest du ja den Buben nicht ausspielen, sondern kannst direkt über deine ganzen Vollen laufen, gibt letztlich nur zwei Stiche ab auf den beiden schwarzen Buben. In Mittelhand aber kann es dir natürlich passieren, wenn die beiden Buben vor dir sitzen und der Spieler das Spiel versteht, dann wird er auch direkt die beiden Buben abholen und sein Partner wird ihm sehr wahrscheinlich die Gegenfarbe Herz anzeigen. Weil du auch nicht ein einziges Herz gedrückt hast, sind zwangsläufig sieben Herzen unterwegs. Das heißt, selbst wenn die günstigst für dich verteilt sind, ganz gleichmäßig, stehen die irgendwie 4 zu 3. Das bedeutet, in dem Szenario, wo dir die Buben abgezogen werden und dein Herz auf den Tisch kommt, wirst du sehr wahrscheinlich die ersten 6 Stiche verlieren. Und das bedeutet, dass du hier sogar einen Vollen dazu tun musst und das Spiel wohl schwerlich gewinnst. Dann könnte man sagen, klar, okay, dann müsste ich wenigstens einen Vollen drücken. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, hier vielleicht aus Sicherheitsgründen die Pik 10 dann oder das Pik Ass mit in den Keller zu tun. Es wäre mir trotzdem immer noch zu heiß. Es können ja auch mal die Herzen 5 zu 2 stehen und die beiden Buben vor dir. Du hast vor allen Dingen eben so ein viel zu starkes alternatives Spiel, was fast immer Schneider wird mit dem Kreuz. Dafür bin ich einfach zu sehr gebranntes Kind, als dass ich diesen Grang machen würde. Obwohl, logischerweise, er wird häufig auch funktionieren. Er wird nicht ständig verloren werden, aber es ist, ja, mich wird man damit nicht hinterm Ofen mehr hervorlocken. Die entscheidende Schwäche in dem Spiel ist eben, dass du nur die beiden roten Buben hast. Wenn du statt dem Herzbuben hier den Pikbuben hättest, dann wäre die Drohung nicht möglich, dass beide Buben abgezogen werden. Dann könntest du auf jeden Fall auch noch einen fünften oder vielleicht sechsten Stich erobern. Dann wäre es auf jeden Fall schon wieder ein Grang. Oder wenn es sogar statt dem Herzbuben der Kreuzbube ist, klar, dann mit zwei Buben mit dem alten und drei Assfarben. Da hat der Grang ja sogar eine Schneider-Schwarz-Chance. Also es sind teilweise hier die Nuancen, etwa die Position oder auch nur die Farbe von einem Buben, die hier so ein bisschen den Unterschied machen. Das also nochmal an Erik, es muss im Einzelfall betrachtet werden. Und Marcel und Kumpels, ich freue mich, dass hier ganz ohne Furcht der Grang vorgetragen wurde. Der Grang wurde übrigens Schneider gewonnen. Das heißt also, ja, man kann Skat auch mit vermehrten Risiko spielen und kann dabei auch Freude und Erfolg haben. Das wird dann aber eben nicht immer funktionieren. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Drei kleine Beispiele aus dem großen Mikrokosmos des Skates für relativ spezielle Situationen, für schwache Spiele, die knapp sind, die auf der Kippe stehen, wo man mit einem neuen Impuls, mit einer neuen Idee vielleicht von Anfang an das Spiel in ganz andere Bahnen lenken kann. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Suchen dieser Situation, beim Experimentieren mit den Vorschlägen, die ich gemacht habe. Wenn ihr das denn wollt, schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr auf diese Ideen selbst schon mal gekommen seid, ob ihr das für sinnvoll erachtet und wie eure Erfahrungen damit sind. Damit sage ich Tschüss für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, gut Blatt!